Mary? Mary? Hilf mir! Mary! Sie tun mir weh! Ein Straßenmädchen, Professor Ashcroft. Ich habe sie heute Nacht leblos auf dem Universitätsgelände aufgesammelt. Was für ein eigenartiger Zufall, Ethan. Aber für meine heutige Untersuchung genau die richtige. Ein bisschen jung finden Sie nicht, Ethan? Tod ist tot, dachte ich mir, Frau Professor. Ihr Herz wird mir helfen, noch das eine oder andere Geheimnis zu ergründen. Wenn das dann alles wäre, würde ich mich jetzt zurückziehen. An dieser Stelle frage ich das Auditorium normalerweise, ob es Blut sehen kann. Bei Ihnen kann ich mir das wohl schenken. Meine Lieblingsstelle. Treten Sie am besten etwas zurück. Gottgütiger! Das nenne ich mal eine lebendige Leiche. Prima Arbeit, Ethan. Verzeihung. Du armes Ding. Sicher ist dir ganz kalt. Das war alles ein Riesenmissverständnis. Manche Leute sehen eben nicht genug hin, nicht wahr, Ethan? Tja. Die sah aber wirklich ziemlich hinüber aus. Komm erst mal mit in mein Arbeitszimmer. Ich mache dir einen Tee. Du Arme. Willst du Honig in deinen Tee? Ich bin gleich zurück. Das war der mieseste Job seit langem, Ethan. Wenn ich sage tot, dann meine ich auch tot. Jetzt holen Sie Ihre Axt und bringen Sie Ihre Arbeit zu Ende, bevor das noch jemand mitbekommt. Natürlich, Boss. Axt? Was für ein Albtraum. Ich muss sofort hier raus. Aber wie? Was? Das ist doch das Amulett von Emily. Wie kommt das denn hierher? Das ist unmöglich. Emily wurde nach dem Unfall nie gefunden. Ich muss es mitnehmen. Was geht hier nur vor? Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch, was es bloß mit dem Dokument mit den Handschuhen drauf auf sich hat. Was für eine seltsame Maschine. Und wofür wohl diese komischen Kapseln daran sind? Das Schaubild eines menschlichen Skeletts? Was für Forschungen stellt diese Frau eigentlich an? Und wozu? So eins hatten wir auch zu Hause, bei meinen Eltern.
Ob ich noch spielen kann? Emily, es tut mir so leid. Vermutlich dient es dem Anatomiestudium. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier nicht bloß harmlos studiert wird. Kann man das Bett zur Tür schieben. Die Bremse ist noch festgestellt. So, die Bremse ist gelöst. Schon ganz gut. Jetzt noch die Bremse feststellen. Das sollte sie eine Weile aufhalten. Huch! Was war das für ein Geräusch? Na prima. Jetzt hat sie uns auch noch ausgesperrt. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Das haben wir gleich. Ich schiebe einfach meinen Stock durch die Tür und entriegle sie von der anderen Seite. Raffiniert, Mrs. Ashcroft. Her damit! Nein! Das Gör hat meinen Stock geklaut. Madam, wenn ich vielleicht einhaken dürfte... Einhaken? Ich hab doch diese Axt. Ich würde sie gern holen und in die Tür einhaken. Ach, meine schöne Tür. Aber nur zu, meine Geduld ist ohnehin am Ende. Bin gleich zurück. Das ist ja ganz hervorragend, Ethan. Jetzt turnt das Ding auch noch in meinem Büro herum. Wohl noch etwas. Die Leiter blockieren. Jetzt reicht es. Schlagen Sie die Tür ein, Ethan. Schnappen wir sie uns. Sie brauchen die Leiter. Zumindest für den Moment kommt hier keiner hoch. Wir können die Leiter nicht benutzen. Verdammt, wo ist sie? Sie ist oben im zweiten Stock. Und wir haben keinen Zugang zur Leiter. Dann verschaffen Sie uns gefälligst Zugang, Ethan. Ich muss mich beeilen. Lange wird das nicht halten. Dahinter führt eine Feuerleiter hinab.
aber leider dahinter. Vermutlich daran, dass es fest verschraubt ist. Keine Sorge, die hat nicht mehr lange. Meine Axt ist bereit, genauso wie ich. Worte, alles. Was habe ich denn da? Ich möchte gar nicht wissen, was dieser Zahnkratzer schon sieht. Hier ist nichts drin. Versaut ihr das nicht? Was sollen denn die Handschuhe? Schauen Sie doch. Jetzt klettert sie da oben herum. Oh, weh, wenn sie irgendwas kaputt macht. Wenn ich darauf etwas schreiben möchte, brauche ich noch Kreide. Wieder der Alkohol? Komm mir nicht zu nahe. Wie? Was? Du kannst mich sehen? Oh je. Wenn ein Grünschnabel wie du mich sehen kann, wer kann das dann sonst noch? War das? Sie haben mich gefangen. Ich muss hier raus. Ich muss fliehen. Damit wären wir schon zwei. Ich schlage vor, jeder flieht in eine andere Richtung. Bitte was? Mit dieser Strategie hat noch nie ein Pirat überlebt. Bist du Pirat? Keine Zeit für Plaudereien, Plaudertasche. Ja, ich war mal ein großer Pirat. Oskar der Schreckliche. Bekannt in ganz England und darüber hinaus. Bis mich die königliche Marine in einer heroischen Schlacht getötet hat. Seitdem bin ich etwas kleiner und blasser. Dafür verfüge ich aber über Fähigkeiten, von denen ich früher nur träumen konnte. Jetzt genug des Geplauders. Wir müssen jetzt wirklich von hier verschwinden. Diese Maschine scheint zu schrecklichen Dingen in der Lage zu sein. Fast hätte sie meinen Geist vernichtet. Ich möchte nicht noch einmal darin eingesperrt werden. Was für Fähigkeiten sprichst du? Mal sehen. Was sind meine wichtigsten Fähigkeiten? Ich bin ein wahres Musikgenie. Erlaube mir eine kleine Demonstration. Wir lagen vor Madagaskar und hatten... Bitte! Stimmt. Wir haben es ja eigentlich. Verzeiht. Außerdem hat dein Krächzen rein gar nichts mit musikalischem Talent zu tun. Oh, und ich habe noch ein anderes Talent. Ich spüre weder Hitze noch Kälte und kann daher alles Mögliche anfassen. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu meinem musikalischen Talent. Und ich kann dir sowieso nur helfen, wenn du meine Handschuhe findest. Auf sich. Ich bin ein Geist, aber ein Gegenstand bindet mich an die Welt der Lebenden. Und das sind meine Piratenhandschuhe.
Wenn du sie findest, kann ich dir mit meinen besonderen Fähigkeiten zur Seite stehen. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Hey, jeder weiß, dass man dem großen Oscar trauen kann. So? Ich nicht. Ich habe noch nie sowas wie dich gesehen. Dann vertrau deinem Instinkt. Du weißt, dass ich dir helfen kann. Ich glaube, ich habe die Handschuhe bereit. Dann gib sie mir. Und warte mal. Ich hätte da auch ein paar Fragen. Wer bist du überhaupt? Und warum musst du eigentlich fliehen? Vergiss es. Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich traue dir nicht. Das alles hier macht mir Angst. Hey, so werden wir nie eine Mannschaft. Ich lege keinen Wert auf eine Mannschaft. Komm mir nicht zu nahe. Ganz wie du willst. Du wirst dich noch wundern. Auf den Schreck würde ich gern erst mal was trinken. Es kann nicht schaden, sich ein wenig umzusehen. Vielleicht da hinten? Ethan, ich habe da gerade ein sehr verdächtiges Geräusch gehört. Es klang, als hätte jemand den Schnapper geöffnet. Das ist doch unmöglich. Er ist mit einem Schlüssel sicher verschlossen. Sehr gut. Und der Schlüssel ist? In der Schublade natürlich. Genau neben dem Schnapper. Immer griffbereit. Ethan, ich bringe sie um. Jetzt klettern sie da oben herum. Oh, weh, wenn sie irgendwas kaputt macht. Jawohl! Wehe dir, du Rotznase! Wenn ich darauf etwas schreiben möchte, brauche ich noch Kreide. Schnappen wir sie uns! Handschuhe gefunden. Ja, und jetzt wirst du mir helfen, richtig? Klar. Lass uns ein paar tolle Schätze stehlen und dann raus hier. Ja, aber unsere Wege trennen sich wieder, sobald wir hier draußen sind. Ja, so in der Art. Was meinst du mit so in der Art? Nun ja, da du nun der Träger meiner Handschuhe bist, bin ich sozusagen an dich gebunden für... Nun ja, immer. Versprochen, mich in Ruhe zu lassen. Fein, fein. Lass uns die Sache besprechen, sobald wir hier draußen sind, ja? Das war ein gemeiner Trick. Keine Sorge. Mit mir an deiner Seite bist du auf jeden Fall besser dran. Warte nur. Ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Wenn du mich brauchst, wirst du mich schon finden. Bin ich. Klar kann ich das aufheben. Für mich ist das kein Problem. Kleiner Scherz. Ich verwahre die Säge für dich. Mit anderen Gegenständen kann man hier schlimmere Dinge tun.
folge mir. Ich kenne den Weg. Schnappen wir sie uns. Landratte, das hätten wir. Was hatte das alles zu bedeuten? Du meinst, dass ich in einen Kasten gesperrt wurde und du mich befreit hast? Das kann nur Schicksal gewesen sein. Nein, ich meine, meine Schwester ist mir im Traum erschienen und hat mich hierher gelockt. Hey, viele Leute träumen von ihren Geschwistern. Die meisten, weil sie sie nicht ausstehen können. Meine Schwester ist vor einem Jahr gestorben. Oh, hoppla. Naja, viele Leute träumen auch von ihren toten Familienmitgliedern. Wie auch immer, du bist doch Straßenkind, hä? Lass uns mal deine Straßenkindfreunde aufsuchen. Ich habe keine Freunde. Ich habe dir schon gesagt, dass ich keinen Wert auf Begleitung lege. Hä? Du bist das erste Straßenkind, das ich kenne, das keine Freunde hat. Glaub mir, das ist doch besser so. Ich bringe kein Glück. Aber dein Rätsel haben wir noch nicht gelöst. Weißt du was? Wir sollten ein paar Geister aufsuchen, die sich mit sowas auskennen. Wie meinst du das? Bevor ich unten bei der Tower Bridge gefangen wurde, habe ich mich mit einem Geist unterhalten. Der hat mir von einem Orakel der Geister erzählt. Sie nennen sich der Senat. Gut, da du mich offensichtlich nicht in Frieden lassen willst, lass uns zu diesen Geistern gehen. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber dieser Geist kann es uns sicher verraten. Gut, dann gehen wir eben zu dem. Ich kann dich hinführen, aber Vorsicht. Mit dem Gesellen ist nicht zu spaßen. Er ist kein netter Geist wie ich. Vielleicht sollten wir einen anderen Weg. Ich schaffe das schon. Hoffe ich. Jetzt führ mich schon hin. Huch, die Landratte zeigt Mut. Nun denn, folge mir. Ich kenne den Weg. Nichts. Ich habe die ganze Universität nach ihr abgesucht, Professor Ashcroft. Nun gut. Wir sollten nachdenken. Oder besser, ich werde nachdenken. Sie hören zu und versuchen zu verstehen. Also, mir sind in letzter Zeit vielleicht ein paar Patzer unterlaufen. Aber mein Verstand funktioniert wie ein Uhrwerk. Höchstens wie eine Taschenuhr, die 5 Minuten nachgeht. Also, was wissen wir über das Mädchen? Tja, wie ich schon sagte, ich hatte sie scheinbar tot auf dem Gelände der Universität gefunden. Und sie hat einen Geist befreit und ist dann getürmt. Naja, zumindest hat sie den Schnapper geöffnet. Und den Geist befreit, den wir darin aufbewahrt hatten. Den Geist? Natürlich, Frau Professor, wie Sie meinen. Ethan, Sie glauben mir immer noch nicht, dass ich Geister sehen und fangen kann? Nun... Macht nichts. Sie werden es noch früh genug glauben. Auch wenn Sie nicht, wie ich, über die Gabe des Sehens verfügen. Also, was wissen wir noch? Oh, ich hörte Sie Emily rufen. Das hat mich ja erst auf Sie aufmerksam gemacht. Und als ich im Garten ankam, war sie schon hinüber. Naja, ich dachte wenigstens. Sie hat Emily gerufen? Woher weiß sie von dem Mädchen? Ist sie eine Freundin? Die Schwester sogar? Das würde erklären, warum sie die Gabe des Sehens hat. Ethan, wo haben wir diesen nervtötenden, schief singenden kleinen Geist eingefangen? Das war an der Tower Bridge. Richtig. Und Geister sind dafür bekannt, immer zu einem Punkt zurückzukehren. Sicherlich ist er wieder auf dem Weg zur Tower Bridge. Und vielleicht hat er dieses Mädchen ja dabei. Gehen Sie dorthin. Noch heute Nacht? Sie haben doch keine Angst vor Geistern, Ethan, oder? Es gibt doch gar keine. Aber eben haben Sie noch gesagt... Sehen Sie, Sie sind mir rhetorisch einfach nicht gewachsen. Professor 1, Ethan 0. Los, raus hier und kommen Sie mir mit dem Kopf der Göre zurück, sonst vergesse ich mich. Sie wissen, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Wird erledigt, Madame.